Was ist die Beziehung dieses 3D-akustischen Raums zu dem, das ist ein 2D-Film, zu dieser Leinwand, vor der ich sitze? Ganz genau. Also wir versuchen natürlich in der Tongestaltung auch immer, auch bei 2D-Filmen, den realen Raum akustisch wirksam werden zu lassen, indem wir den Zuschauer an Stellen, wo es nötig erscheint, in die Spielhandlung einbeziehen. Also was eben noch 2D auf der Leinwand vor uns stattfand, wird jetzt zu einem akustischen Sogeffekt. Mhm. Mhm. Das funktioniert oft sehr gut, wenn man das natürlich übertreibt, wenn man die ganze Zeit in der Handlung drin ist, dann verpufft der Effekt auch schnell, aber eine reale Spielhandlung in 2D, zwei Schauspieler unterhalten sich und auf einmal kommen Kröten um uns herum geflogen, wirkt dann schon wie ein gewisser Aha-Effekt. Das heißt, die räumliche Anordnung der klanglichen Ereignisse ist durchaus ein interessantes Feld für innovatives Filmemachen, absolut, weil man ist nicht an irgendeinen Abbildungsrealismus gebunden. Ganz genau. Also da... Da ist die Spieleindustrie natürlich noch ein Stückchen weiter, was auch die Interaktion mit dem Zuschauer anbelangt. Wir haben ja eine vorgegebene filmische Handlung. Nichtsdestotrotz versucht man natürlich, das audiovisuell so erlebbar wie möglich zu machen. Trotzdem haben wir nicht nur Sachen gelayert und vervielfältigt, sondern in bestimmten Momenten auch Sachen weggelassen. Als die Kröten auf einmal sich zurückverwandeln in die armen Plastikkröten. Jeder Magie beraubt. Da haben wir aber auch einfach durch Weglassen. Durch Weglassen. Den Moment erzeugt. Genau. Weil nämlich die naturalistische Atmo, also der in der Entfernung hörbare Hafen und all diese Dinge, die hast du weggenommen. Klar. Und zum ersten Mal haben wir eine Idee gehabt von diesem seltsamen Raum, in den später Fiona da Vinci hereinfällt, wenn sie vom Fernsehturm fällt. Ein Raum, der noch keinen Namen hat, den man gar nicht kennt. Ich glaube, sogar für den Moment, wo wir den Himmel sehen und wir mit den Kröten fliegen, haben wir alles Natürliche auch ausgeblendet, sodass wir zum ersten Mal diesen Weltraum auch hörbar gemacht hatten. Und erst die Musik nur, genau. Genau. So ein Sounddepartment besteht ja aus verschiedenen Leuten. Ja. Leute haben ja verschiedene Ideen und so weiter. In der Mischung kommt alles zusammen. Dann gibt es zum Glück einen Regisseur, der sagt. Irgendwann muss man sich darauf... Schon ganz schön. Ja, das stimmt. Also nur durch dieses Zusammenfügen von verschiedenen Geräuschen entsteht ja quasi diese eine Kröte, die gleichzeitig Tier, Comic, Cyborg, Drohne ist. So wie eigentlich die verschiedenen Figuren in den Blasen von Angels in Chains, die ja auch aus verschiedenen Elementen eine Sängerin bilden. Das haben wir hier. Vielleicht ist es sogar eine Kunstwirkung, was mit der Kröte passiert ist. Ja, auf jeden Fall eine Transformation. Die, wie wir wissen, meistens steckt irgendwie ein Kunstwerk dahinter in diesem Film. Könnte sein, ne? So, aber wir haben dann auch... In dem Fall ist es biodigitale Strahlung, die dazu Das ist eindeutig, weil wir das L-Gerät da sehen. Genau, das L-Gerät ist ja auch so eine Sache. Haben wir darüber schon gesprochen? Nee. Das gibt's ja real gar nicht. Das ist ja ein Messgerät, was eigentlich irgendwie aus der Physik kommt. Dennoch aber irgendwie so eine Biomasse hörbar machen soll. Also klar, es hat auch irgendwie eine optische Art, Strahlung anzuzeigen, aber wir haben es natürlich auch akustisch hörbar gemacht. 96. Was misst denn deine Magic Box? Sie misst Möglichkeit. Also da sind mit Sicherheit Elemente von Peter Roig eingeflossen. Absolut. Ein Glibbern und Schlabbern auf jeden Fall. Mhm. Eine Art Gelatinemasse und ein Gummi, würde ich sagen.
Gummis mit drin, weil wir nicht so einen rein technoiden Sound haben wollten. Wie ein normaler Geigerzähler zum Beispiel, das sowas. Kennt man ja alles. Genau, dass man das wollten wir eben nicht haben und wir wollten jetzt auch nicht so ein High-End-Gadget haben, sondern wir wollten irgendwie sowas, was noch sehr nach Prototyp und auch ein bisschen primitiv aussieht. Das Display haben wir deswegen auch aus einer durch Animation veränderten Clematis-Blüte gestaltet. Also das sind sozusagen 22 Blüten in unterschiedlichen Stadien, die dann animiert wurden. Das wusste ich nicht. Und am Ende hat dann noch die analoge Animationsabteilung einen Feuerring drumherum gemacht von so einer Gasherdplatte. Und als dann das Innere dunkel wurde, hatten wir auf einmal ein Teufelsauge. Naja, es hat sich so verändert. Aber das hättest du auch mal früher sagen können. Hätte man in der Vertonung auch reagieren können. Aber es war doch die Dialogszene zwischen Peter und Nikita. Wenn das Ding war, da hat das schon entsetzliche Geräusche gemacht. Wenn es da jetzt auch noch den Teufel reingebracht hätte, das wäre zu weit gegangen.